Hallo, bonjour, buonasera und willkommen bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es in die Schweiz zu einem wirklichen Elefanten auf den Gleisen. Wir schauen uns heute die SBB Elektro-Doppellokomotive A 814-11851 an. Eine richtig lange Bezeichnung für eine richtig lange Lok, die auch wirklich eine richtig lange Geschichte hat. Das alles schauen wir uns gleich an bei den Informationen zum Vorbild. Dann geht es natürlich zu allen Details für das Modell. Es geht raus in die freie Wildbahn. Wir schauen uns die Soundaufnahmen an, die Fahreigenschaften. Alles wird unter die Lupe genommen. Ich würde sagen, der Fahrplan steht wie immer und wir legen los. Da die Güterzüge über das Gotthardmassiv immer schwerer wurden, entschied sich damals die Direktion der Schweizerischen Bundesbahn für den Bau riesiger Doppelelektrolokomotiven. 1931 stellte die SBB die AE 814-11801 in Dienst, sozusagen der Vorgänger unserer Lokomotive, die wir jetzt hier haben. Neben dem ganzen technischen Konzept war auch die Gestaltung dieser Lokomotive fast 1:1 die, die wir jetzt auch hier haben. Das Ungetüm war damals in der Lage, auf flacher Ebene eine Last bis zu 2000 Tonnen zu ziehen, bei einer Steigung von bis zu 16 Promille eine Leistung immer noch von 1760 Tonnen und bei einer Steigung von 26 Promille immer noch eine Leistung von 770 Tonnen zu ziehen. Das ist wirklich eine ganze Menge. 34 Meter lang war das große Ungetüm und sage und schreibe 247 Tonnen schwer. 1932 erhielten die SBB eine weitere AE14 mit der Nummer 11851, nämlich die, die wir jetzt hier haben. Sie wurde im Gegensatz zur 11801 nicht von SLM und BBC, sondern von SLM und MFO entwickelt. Bei gleichen Gesamtabmessungen und gleichem Gewicht war es sogar möglich, eine Leistungssteigerung von unglaublichen 6070 kW, das sind umgerechnet 8250 PS. Anstelle des Buchli-Antriebs erhielt die 11851 jedoch den SLM-Universalantrieb mit 16 Fahrmotoren. Diese waren zwar leistungsfähiger, aber auch lauter und störanfälliger. Anlässlich eines Umbaus im Jahre 1961 erhielt die Lokomotive einen neuen geschweißten Führerstand auf beiden Seiten, der dann auch eine sitzende Bedienung möglich machte. Und übrigens genau diesen modernisierten Zustand haben wir hier auch im Modell. Die 11851 war in diesem teilmodernisierten Zustand noch bis 1976 im Einsatz und wurde 1977 dann leider in Bellinzona ausgeschlachtet und in Biasca dann verschrottet. Schauen wir uns nun das Modell in 1:87 ein wenig genauer an. Genau wie das große Vorbild ist auch das kleine Modell in 1:87 wirklich eine riesengroße Lokomotive. Dementsprechend ist auch der Karton ein wenig größer. Es ist Rocco Edition. Es ist ja der Pappaufschuber, den kann man rausziehen und dann hat man den allseits bekannten Rocco Standardkarton. Die Lok kommt sehr gut gepolstert zu uns mit jede Menge Papierzubehör. Und zwar einmal hier eine Bedienungsanleitung für den verbauten Sounddecoder. Einmal hier die ganz normale klassische Bedienungsanleitung, wo auch nochmal Pflegehinweise drinstehen, wo auch nochmal drinsteht, wo man das Modell ölen sollte und so weiter. Auch ganz interessant haben wir hier eine Seite. Im Analogbetrieb hat man die Möglichkeit, über Dipschalter die Führerstandsbeleuchtung wie auch das Spitzen- und Schlusslicht zu schalten. Mithilfe dieser Dipschalter, das ist hier auch nochmal sehr gut drin erklärt. Dann haben wir natürlich ein Ersatzteilblatt beidseitig, weil es sind wirklich eine Menge Teile, die da verbaut wurden, obwohl man sagen kann, die Lok ist eigentlich nur eine Lok, die gespiegelt wurde und dann zusammengekuppelt wurde. Und ganz zum Schluss dann auch nochmal einen kleinen Hinweisblättchen für die ganzen Sounds, wo wir auch nochmal hier eine Übersicht über die ganzen einzelnen Sounds haben, die wir uns natürlich gleich auch anhören werden.
Dann haben wir ein Zurüstbeutelchen dabei. Das fällt hier tatsächlich ein wenig übersichtlich aus. Wir haben natürlich standardmäßig die ganzen Bremsschläuche mit dabei, Zughaken, Zugkupplung etc. Dann haben wir noch zwei Luftreservebehälter, die unter das Fahrzeug kommen, die aber absichtlich nicht schon vormontiert werden, da die Loks dann eventuell Probleme haben mit engen Gleisradien. Ja, ansonsten, wie gesagt, auch nochmal Standard-Rocco-Kurzkupplung mit dabei, wo man dann die Waggons anhängen kann. Also wirklich recht übersichtlich. Schauen wir uns die Technik an, die sich hinter dem Ganzen befindet. Vorweg muss man auch erstmal sagen, wir haben hier eigentlich nur eine Lokomotive, die gespiegelt wird, was Antrieb etc. angeht. Und sozusagen hat man dann eine Doppel-Elektrolokomotive. Wir haben nämlich zwei fünfpolige Motoren mit Schwungmasse, einmal jeweils in der einzelnen Lokomotive verbaut. Wir haben insgesamt vier Achsen mit Haftreifen. Insgesamt haben wir acht Achsen, die angetrieben sind. Also vier hier, vier da und davon jeweils zwei mit Haftreifen. Wir haben eine NEM682 Kurzkupplungskinematikkupplung. Wir haben einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm. Das entspricht bei Rocco ungefähr dem R2. Sound ist bei unserem Modell hier natürlich auch verbaut. Wir haben eine Schnittstelle mit Plux 22 Steckdecoder. Wir haben das Schweizer Lichtwechselmodell vorne wie hinten verbaut, sprich einmal das Schweizer Spitzenlicht auf beiden Seiten und das Schweizer Schlusssignal auf beiden Seiten. Die ganze Technik ist natürlich in LED gehalten. Wir haben einen Pufferkondensator. Was ist das? Ganz einfach, wenn die Lok sozusagen über nicht polarisierte Weichenherzen fährt oder über etwas dreckigere Gleise, dann bleibt die Lokomotive nicht stehen, sondern bezieht ihre Leistung, die sie dann nicht von der Schiene bekommt, aus diesem Pufferkondensator und kann dann sozusagen ruckfrei über diese dann in dem Falle nicht bestromten Abschnitte, kann sie dann drüber fahren. Wir haben zusätzliche Lichtfunktionen, wie zum Beispiel Führerstandsbeleuchtung, alles weitere dann gleich. Wie gesagt, Plux 22 Decoder. Wir haben auf der einen Seite einen Sounddecoder und auf der anderen Seite dann einen MX645 P22 Funktionsdecoder. Beides aber über eine Adresse ansteuerbar. LED-Spitzenlicht, habe ich ja eben schon gesagt, und die Länge über Puffer sind 391 mm. Zu guter Letzt schauen wir uns die Lokomotive tatsächlich nochmal genauer an, denn ich finde, es sind wirklich ein paar Besonderheiten, die man hier wirklich erwähnen muss. Da sei zum einen erstmal diese filigran ausgeführten Stromabnehmer, die schweizerischen Stromabnehmer, die insgesamt etwas schmaler sind als die, die wir hier in Deutschland haben. Diese sehr filigranen Dachleitungen aus Metall, also da ist nichts aus Plastik, da kann man wirklich sehr, sehr schwer nur was verbiegen, also da schon etwas richtig Cooles. Und auch hier die Fronten, da haben wir nämlich die Wappen der SBB auch mit dran verbaut, genau wie hier auf der Seite dann auch die Nummern mit Blech. Es ist eine komplette Neukonstruktion der markanten Einzelgängerin der Lokomotive AE66. Wir haben feine extra angesetzte Scheibenwischer auf beiden Führerständen, ein verchromtes Wappen an den Stirnfronten, wie ja gerade schon gesagt, filigrane Stromabnehmer, beide Lokhälften werden von je einem Motor angetrieben im Digitalbetrieb mit zwei Decodern über eine Adresse steuerbar, das habe ich ja gerade schon gesagt. Beide sind auch mit digitalen Lichtfunktionen ausgestattet, die natürlich dann auch schaltbar sind. Schweizer Lichtwechsel, digital schaltbar und wie gerade eben auch schon gesagt, im analogen Betrieb hat man über die Dip-Schalter die Möglichkeit, auch sich das Führerstandslicht wie auch natürlich dann das Spitzen- und Schlusslicht selbst einzustellen. Kommen wir nun zu den Artikelnummern, denn die Lokomotive gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal im Gleichstrombereich analog, sprich ohne Decoder, ohne Sound, dort ist es die Artikelnummer 71813. Die Lokomotive, so wie wir sie hier haben, in Gleichstrom digital mit Sound, ist es die Artikelnummer 71814 und für unsere Wechselstromfahrer digital mit Sound ist es die Artikelnummer 79814. Optional dazu gibt es für alle Varianten ein passendes Güterzugset der SBB mit dem Namen Gotthardbahn. Das sind, wie gesagt, sechs kleine Güterwagen mit der Artikelnummer 76051. Und da sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Wir hoffen, es hat euch mal wieder gefallen. Sollten Fragen jetzt noch eurerseits offen sein, kein Problem. Einfach unter das Video in die Kommentare schreiben oder direkt eine E-Mail an uns schicken. Wir werden uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Ihr wollt die Lok haben? Auch kein Problem. Einfach in unseren Webshop gehen unter www.modellbahnunion.com. Dort die dementsprechende Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Das war es von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann und tschüss.